Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alex. Ja, das da unten ist, glaube ich, dieser Konverter, von dem alle immer zu reden. Und nach der echt krassen Aktion und dieser diesen unglaublichen Eindrücken, die wir in der letzten Folge erlebt oder genießen durften, werde ich mir jetzt diesen Turm hier von innen angucken. Ich würde gerne das Radio anmachen und das Ganze ein wenig zu unterstützen, aber das ist leider nicht möglich. Yay, ganz viel Grünzeug und da hinten liegt noch irgendwas. Schnaps und ein großer Elixitbeutel. 50 Elixit fürs Hochfliegen. Na, das hat sich doch schon gelohnt. Wenn ich jetzt noch schaffe, ich hier rauf zu kommen. Nö. Hohoho, das hätte ganz schön ins Auge gehen können gerade. Ich kann hier nicht einfach. Nö, nö, nö. Einfach so raus wieder ist nicht. Dann müssen wir hier nochmal nach oben. Denn ich will natürlich, wir. Mich ja kennt, auch hier aufs Dach. Ich muss alle Dächer von oben gesehen haben. Zwingend. So. Ja, oder auch nicht. Und wieder runter. Wie sich das gehört, lassen wir es halt sein. Da oben will ich aber nochmal hin. Hier. Mal gucken. Ich mache, glaube ich, nochmal einen Zwischenstopp. Zur Sicherheit. Warten auf das Jetpack. Ja. Einfach gerade hoch. Und dann ein Stück vorwärts. Ja, oder auch nicht. Also, gleich nochmal. Und dann drücke ich auch nach vorne. Nicht nur nach oben. Blöd gelaufen. Pro-Gamer auf einem neuen Niveau, sag ich. Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Halleluja. Oh shit, ich bin tot. Keinen Schaden gekriegt, oder? Wie geht das denn? Sure, geil. Vielleicht kann man von hier aus noch irgendwo. Einen Versuch starten. Vielleicht da als nächstes hin? Könnte gehen. Wenn man erst, wenn das Jetpack voll ist, dann will mich nicht unnötig wieder in den Tod stürzen, wenn ich mal versagt habe. Und noch einen hoch und noch einen hoch und noch einen hoch. Wir sind gleich da. Ja, wie cool ist das denn? Wir haben es fast geschafft. Und jetzt gibt es hier keine Möglichkeit hochzuklettern und wir sind hier umsonst her. Doch, da liegt doch irgendwas. Man kann da irgendwie rauf. Ja, Mann. Sprenggranaten. Noch mehr Sprenggranaten. Splittergranaten. Alter Schwede. Die haben ja. Die machen mich, kirre.
Okay, aber was sein muss, muss sein, ne? Okay, beim nächsten Mal muss ich dann, wenn der Jetpack ausgeht, riskieren, auch noch den Rest Notladung quasi zu verwenden. Deshalb speichere ich dann einmal. Jetpack ist gleich wieder voll. Und los. Nein! Keinen Schaden bekommen. Was? Ich bin der super Jetpacker, Alter. Ich brauche das Jetpack nicht mehr, um meine Stürze abzufedern. Jawohl. Jetzt sind wir oben. Und hier liegen Explosivbolzen. Was man nicht alles findet. Nein, da gehe ich jetzt nicht noch auf. Das heißt, man kann überall hin in diesem Spiel, was man sieht. Eieiei. Guckt euch das da mal an. Was zum Teufel mag das denn sein? Krasse Scheiße. Da ist er mal richtig abgefahren. Also wenn ich diese ganzen Berge da hinten auch noch begehen kann. In die Richtung kann ich nicht sehen. Das ist, da wird nicht mehr viel sein. Wahrscheinlich kommt da die Wüste oder so. Dann wird das hier ein langes, langes 1000 Folgen Let's Play. Ich könnte jetzt in die Mitte. Da komme ich nie wieder raus, oder? Tja, da drüben, die anderen Dinger sehen nicht so wahnsinnig spannend aus. Dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Zurück zur... Aha! Jetpack ist voll geladen. Oh, halt, halt, da war was. Blümchen, na toll. So hatte ich mir das nicht gedacht. Ich wollte da drüben... auf die Kuppel rauf. Das... wird doch nichts. Doch, es hat geklappt. Und es hat sich richtig gelohnt. Ja, okay. Lifetime Goal erfüllt. Alle Ratten getötet, das hat richtig Erfahrung gebracht. Ich wüsste zu gern, wie viele Leute das hier schon erkundet haben, hier oben. Das können doch nicht so wahnsinnig viele gewesen sein, oder? Wobei, wenn ich das hier veröffentliche, dann sind es vielleicht schon wieder deutlich mehr. Ja gut, dann nehmen wir aber jetzt den direkten Teleporter zurück in die Stadt. Und gucken mal, ob wir nicht mit irgendeinem Quest vorankommen. Jetzt ist Ende mit Rumgedümpel. Muss hier jetzt auch mal ein bisschen Inhalte bringen. Sollen wir ihm einfach mal das Bier schenken? Kommen die 10 Alex, 100 Erfahrung. Aha, okay. Mit Enter springt man. Und hier, nimmt Quests an. Gespräche. Endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Kampf 1. Verdammt. Na gut. Siehst du, du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen. Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Alter, was? Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. Oder ich hau dir einfach hart aufs Maul, du Arsch. Was? 200.
Leck mich doch. Ich brauche dein Wort nicht. Denkst du etwa, du kommst auf Dauer alleine klar? Wir leben hier in einer Gemeinschaft und mögen Einzelgänger nicht. Aber mach, wie du meinst. Du bist ein fucking... Lieg mir nur nachher nicht in den Ohren. Ich will den, ich verpfeife den. Bei irgendwem, für irgendwas verpfeife ich den nochmal. Blöden Sack. Wer ist denn der Warlord der Nebelkrähen? Ist das nicht dieser alte... Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Ich muss los. Der war doch hier da, gleich da oben irgendwo. Muss man hier überhaupt... So spielt sich das doch wieder viel besser. Das ist ja cool. Guckt euch mal den grünen Ausdauerbalken links oben an. Ich halte Sprinten gedrückt und der macht automatisch, hört er auf, wenn keine Ausdauer mehr da ist, und fängt wieder an, wenn wieder was regeneriert wurde. Das ist ja eine sehr coole Angelegenheit. Ich bin gerade, doch hier bin ich noch richtig. Muss hier hoch. Dieses ganze Treppensteigen hier ist schon echt eine anstrengende Angelegenheit. So. Warst du das? Oder war das Captain Whitebeard? Ich sehe nix. Hallo. Cormac. Der war es offensichtlich nicht. Dann gucken wir mal beim nächsten. Wenn ich schon hier bin, kann ich ja gleich mal. Nö, mit dem kann ich nicht reden. Aber vielleicht ist er hier Boss der Nebelkrähen. Ja, ich meine. Ragnar. Was meine Unterstützung angeht. Ich kann da keinen verpetzen. Wie mache ich mich? Das dürfte du nicht viel bist sein. Auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ja, ich habe also ungefähr gar nichts erreicht. Aber ich suche nochmal nach Angrim. Der hat ja... Der hat ja vielleicht noch ein bisschen... Vielleicht können wir unseren Fehler wieder gut machen. Bin mir relativ sicher, dass er derjenige war, der... Der ist ja der dritte, das dritte Oberhaupt. Vielleicht kann ich da ein gutes Wort ein... Ich will den Typen verpetzen, ist mir scheißegal bei wem. Ich teste das jetzt einfach, wer da vielleicht der Big Babbo von dem ist. Ich muss mal kurz gucken, wer denn Sinder ist. Hör auf damit! Ja. Altlasten. Relax für den Mana-Schrein. Gesetz der Berserker. Setzling im Wald. Nö. Okay. Ist ja auch wurscht. Aber wir haben noch einen Quest, glaube ich, bei dem wir hier nicht... Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum! Ja. Bei dem wir nicht nach draußen müssen. Kaldrim. Belügen ist natürlich auch. Hier, genau. Wo war denn das? Oh, verdammt. Okay, egal, wir machen jetzt einfach den nächstbesten Quest, den hier machbar erscheint. Und das, da haben wir doch irgendwas mit Heilkräuter suchen. Setzling im Wald.
Entlasten. Nahrungsnachschub. Ich will irgendwas hier drinnen machen. Ah, hier. Das habe ich gesucht. Ich soll zu ihm gehen und wir hätte, genau. Einer von Cormax mehr genommen macht schlechte Laune. Das machen wir jetzt. Und der ist da unten und heißt Eldur. Haben wir nicht für Eldur schon gerade was Gutes getan? Hier bin ich auch noch nicht gewesen. Sieht man daran, dass noch Pfeile da sind. Ich muss mal anfangen, nicht immer denselben Weg zu gehen. Dann treffe ich vielleicht auch noch zusätzliche Leute. Ein Setzerbrot. Ein Setzerbrot. Hey! Oh, war da. Mana und Elixit. Schick. Da hinten, da steht er. Sack. Na los. Dann wollen wir doch mal. Eldur, alter Sack. Ich habe gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Echt mal, ist eine Unverschämtheit. Wer sind deine Jungs? Naja, die meisten anderen vom Hammerclan eben. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Mhm. Was ist? Okay, toll. Mhm, dann gehen wir jetzt in die Taverne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da. Na, Moment, noch nicht. Ach so, doch. Da vorne ist eine Taverne. Da tausche ich das Ding gegen Bier. Wer bist du denn? Wir sehen uns. Ach, er ist der, ja. Der Kleriker, glaube ich. Setzer. Oran. Endlich wie immer. Ich und beobachte dich. Was erzählt man sich so auf den Feldern? Sucht Jura noch immer jemanden, der für ihn zu diesem Konverter geht? Ja. Aber ich bezweifle, dass er jemand findet, der die Eier dafür hat. Hallo, hallo, ich mach das. Hallo. Der Hammerclan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammerclan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Oh nein. Jetzt kann ich doch alles... Ich kann das nicht machen, weil ich da irgendwas nicht gelernt habe. Und so viel Geld habe ich halt auch nicht, dass ich das machen kann. Wir sehen uns später. Wie viele Elixit habe ich denn? Der mir das erzählt. Okay. Weißt du, ob sich schon jemand darum gekümmert? An dieser Stelle speichere ich jetzt. Und wir gucken mal kurz. Was passiert, wenn man ihn jetzt die 500 Dinge gibt und dann mit dem Typen vom Hammerclan spricht und sagt, das hat uns 500 gekostet? Vielleicht stimmt dieses Elixit um. Hm. Wenn ich es mir recht überlege, na gut. Für Angrim werde ich mir schon was ausdenken. Was hat Angrim damit zu tun?
Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Bis demnächst. Wahnsinn. Okay, ich will jetzt aber mein Geld wieder haben. Sonst sagt er, sagt mir das bestimmt auch, wenn ich mich mit ihm prügel. Wenn nur die Hälfte davon stimmt. Das ist ja jetzt nicht das Thema, aber... Ich will auf keinen Fall die 500 Elixit in den Sand setzen. Da versuche ich eher schon noch mal eine Prügelei gleich. Uran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertig gebracht, diesem starkköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines 100. Zeichen der ja, leck mich doch. Vom Hammerclan. Nö. Also nö. 400 investiert, ohne dass ich was wiederkriege. Weißt du, ob sich schon jemand darum gekümmert hat? Nein. Ja, dann prügeln wir uns, mein Lieber. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Ich muss mal Suggestion lernen. Du willst dich mit mir anlegen? Ja. Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Das würde ich mir nochmal überlegen. Ja, geh doch vor die Taverne. Wo ist denn für dich vor der Taverne? Ist das hier? Das hier für dich vor der Taverne? Oder ist das hier gleich hinter der Taverne? Ist das dein Ernst? Aha, okay. Wen interessiert deine Meinung? Das ist doch ausgemachter Blödsinn. Du willst also, dass der Hammerclan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Dann zieh deine Waffe und zeig mir, wie ernst du es meinst, Freundchen. Alter. Du blöder Penner. Na los. Was soll denn dieses Ausrufezeichen da ständig? Ah, keine Ausdauer heißt das. Ich muss also erstmal wieder ein bisschen... Deshalb verkacke ich immer so hart, weil ich keine Ausdauer habe. Ja, ich muss da mal. Ich glaube, jetzt habe ich das Kampfsystem begriffen. So, mein Lieber. Jetzt bekommst du aber mal volles Pfund aufs Maul. Ich weiß nicht, was das soll. Ha! Oh, du Kacke! Du hast ja einen ziemlich harten Schlag drauf. Ich hab das Kampfsystem verstanden, jetzt, Ja, schon gut. Ich werde mal mit Angrim reden. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. Ja, Mann. So ist das also. So läuft das. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. So kann das doch nicht weitergehen. Ah, ja. Das sagst du ständig. Okay, meine Lieben. Ich gehe dann mal wieder. Ah, ja. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal unsere 100 Tacken ab.
dann sind wir gleich bei 700. Und wir kriegen hoffentlich noch mal ein bisschen wieder Erfahrung. Hi, Eldur. Uran wird euch wieder bewirken. Den Spruch kenne ich ja schon. So in der Art. Mir egal, wie. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Was ist? Ja, dann haben wir das erledigt und dann kann ich nochmal gucken, was wir wieder für Quests noch haben. Hauptmission ist jetzt nicht angesagt. Gefährten Zahn um Zahn. Berserker Askor ist ermordet worden. Achso, das wird mit Duras. Und das ist Kroni. Das machen wir jetzt auch nicht. Gesetz der Berserker. Ein besonderes Stück. Ein Setzling im Wald. Erntezeit. Heilwurzeln sammeln. Das machen wir jetzt als nächstes. Denn sammeln ist, kann ich. Das ist nicht so kompliziert. Und ich vermute, das kriegen wir hin. Jetzt, wo ich weiß, wie man kämpft, ist das alles kein Thema mehr. Keine Zeit. Okay, na gut, dann machen wir was anderes. La 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 la. La. Ich glaube, da müssen wir jetzt hier wieder ganz nach oben. Da nehmen wir einfach mal die Abkürzung übers Hausdach. Zielsicher wie immer. Bisher ja jedes Mal genauso getroffen, wie ich wollte. Ich glaube, ich muss da lang, um rauszukommen. Ich muss einmal ganz kurz auf die Uhr gucken. Ich glaube, wir haben schon wieder. Wie mache ich das hier? Zurück? So? Aha, ja. Unsere Zeit ist abgelaufen. Wie man so schön sagt. Aber dann kriegt man den ganzen Spaß halt später zu sehen. In der nächsten Folge sammeln wir Heilkräuter.